Wasser, Boden, Luft, Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten sind die elementaren Bestandteile unserer Umwelt. Sie zu schützen, trägt zu einer lebenswerten Zukunft bei. Wir arbeiten für den Erhalt und die Wiederherstellung einer intakten Umwelt. Wir beobachten. Wir messen. Wir analysieren. Wir beraten. Wir informieren. Wir sind für Sie in Hessen unterwegs. Wir, das sind die rund 350 Beschäftigten des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Zu unseren Kernaufgaben gehört das Erfassen von Umweltdaten. Sie sind die Basis unserer Arbeit. Mehr als 2500 Gewässermessstellen, mehr als 30 Luftmessstationen, mehr als 60 Bodendauerbeobachtungsflächen, Lärmmessstationen sowie regelmäßige Messprogramme versorgen uns kontinuierlich und umfassend mit Daten zum Zustand unserer Umwelt. Dazu kommen die Daten von jährlich rund 600 Umweltproben, die wir in unserem Strahlenschutzlabor auf Radioaktivität untersuchen, sowie Daten von mehreren hundert Bohrungen pro Jahr, die uns Informationen zur Geologie Hessens liefern. Außerdem erfassen wir aktuelle Daten über den Zustand von Lebensräumen sowie Tier- und Pflanzenarten. Alle Daten laufen auf unseren Servern zusammen. Hier werten wir sie aus und bereiten sie so auf, dass sie von Behörden, Forschung, Wirtschaft, Medien und der Bevölkerung genutzt werden können. So veröffentlichen wir allein aus unserem Luftmessnetz rund 7,5 Millionen Messwerte pro Jahr. Sie erhalten dadurch von uns stündlich aktualisierte Werte zu den Luftschadstoffen wie zum Beispiel die Ozonwerte im Sommer. In unserer Hochwasservorhersagezentrale werten wir Wetterdaten zusammen mit Pegel- und Abflussdaten hessischer Gewässer aus. Dadurch können wir die Hochwasserentwicklung für 24 Stunden vorhersagen und damit zum Schutz vor Hochwasser beitragen. Für ein ungestörtes Badevergnügen veröffentlichen wir die jeweils aktuelle Badegewässerqualität und die Wassertemperatur von über 60 Badestellen hessischer Badeseen. Unsere Daten zu Lebensräumen, Tier- und Pflanzenarten sind die Grundlage für gezielte Naturschutzmaßnahmen in Hessen und helfen dabei, die Naturschutzbelange bei Planungsvorhaben von Anfang an zu berücksichtigen. Gleichzeitig sind die Daten Grundlage für die Berichte an die Europäische Kommission zur Umsetzung europäischer Naturschutzvorgaben. Unsere Messdaten sind die Grundlage verschiedener Fachinformationssysteme und geowissenschaftlicher Kartenwerke. Diese werden unter anderem genutzt bei der Sicherung der Wasserversorgung und der Rohstoffgewinnung, sowie beim Umgang mit Georisiken, wie zum Beispiel Rutschungen. Wir erstellen und betreuen auch ein aktuelles Angebot an geografischen Informationssystemen, in denen verschiedene Daten zusammengeführt und raumbezogen ausgewertet werden. Dazu gehören viele Auskunftssysteme, wie zum Beispiel der Umweltatlas, die Lärmkartierung oder der Bodenfjord Hessen. Für das landesweite Naturschutzinformationssystem NATUREC liefern wir Daten zu naturschutzrelevanten Themen. Wir beraten sowohl Landesregierung als auch Behörden, erstellen Gutachten und entwickeln Konzepte und Handlungsempfehlungen. Für die Lärmaktionsplanung der Regierungspräsidien liefern wir die Grundlagen durch die Kartierung des Umgebungslärms. Wir sind maßgeblich an den hessischen Programmen beteiligt, mithilfe derer die Qualität unserer Gewässer verbessert werden soll. Ein gutes Beispiel für unsere Beratungsarbeit ist auch die umweltverträgliche und sichere Nutzung geothermischer Potenziale, bei der wir Planer, Fachfirmen und Behörden unterstützen. Für besonders gefährdete Tier- und Pflanzenarten erstellen wir landesweite Artenhilfskonzepte als fachliche Grundlage für Hilfs- und Managementmaßnahmen in ganz Hessen. In unserem Fachzentrum Klimawandel Hessen passen wir Klimamodelle an Hessen an, fördern die Kooperation und Vernetzung aller auf diesem Gebiet tätigen Organisationen, unterstützen Forschungsarbeiten und tragen so zu Anpassungsstrategien an den Klimawandel bei. Wir informieren Behörden, Unternehmen und Öffentlichkeit durch Broschüren, Fachberichte, Kartenwerke, Datenprodukte und über das Internet. Wir vermitteln Fachwissen. Das Spektrum reicht dabei von der Kinderuni Klimawandel über Fortbildungsseminare und Fachveranstaltungen bis zur Aus- und Fortbildung im Bereich der Emissionsmesstechnik.
an unserer Emissionssimulationsanlage in Kassel, der einzigen Anlage dieser Art in Europa. Auch international sind wir aktiv. So arbeiten wir beispielsweise bei länderübergreifenden Projekten wie Hermes Rhein mit, in dem es um die Ermittlung des Eintrags von Spurenstoffen in das Grundwasser des Oberrheingrabens von Basel bis Wiesbaden geht. Dies war ein kurzer Einblick in die Arbeit des HLNUG. Wenn Sie mehr über uns und die Umwelt in Hessen erfahren möchten, dann besuchen Sie uns doch im Internet unter www.hlnug.de.